Hallo, liebe Kollegen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Zeit, die ihr bei uns verbracht habt am vorletzten Samstag. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und wie versprochen, habe ich euch das Video von der Operation von Matthias nochmal zusammengeschnitten. Wie ihr im Hintergrund vielleicht schon sehen könnt. Die primäre Schnittführung mache ich manchmal sehr gern mit einem Biberschwänzchen, weil ich damit zu zwei Seiten schneiden kann. Nachteil ist natürlich ein bisschen, ist etwas teurer, als wenn man jetzt eine Standard-Skalpellklinge nimmt. Aber für Matthias ist mir nie irgendetwas zu schade. Im Moment könnt ihr gerade sehen, diverse Tunnelmesser. Die schleife ich mir meist vor den OPs ein wenig schärfer, einfach auf einem Akansa-Stein mit einer Kochsalzlösung, bevor die in die Sterilisation gehen, damit man wirklich das Gewebe vielleicht nicht so scharf wie mit einem Skalpell, aber doch deutlich besser durchtrennt, als wenn man jetzt mit einem stumpfen Raspatorium versucht zu tunneln. Die habe ich in unterschiedlichen Abwinkelungen und in unterschiedlichen Größen. Wichtig ist, dass hinterher wirklich der Tunnel deutlich über die mukogenivale Grenze raus mobilisiert wird und man das ganze Gewebe dann gut nach koronal verschieben kann. Das Ganze blutet natürlich dadurch, dass man teilweise splittet. Das, was ihr im Moment seht, ist das Auftragen des Präf-Gels, ein EDTA-Gel, hier im Zeitraffer natürlich deutlich schneller als in echt, mit dem wir die Wurzeloberflächen nochmal chemisch reinigen und dann ein Endogain, ein Schmelzmatrixprotein, aufgetragen haben. Ob das Schmelzmatrixprotein in jedem Fall Sinn macht, das kann man mit Sicherheit in Frage stellen, weil man auch ohne das Endogain natürlich zu einer vollständigen Rezessionsdeckung kommen kann. Ich bin nicht grundsätzlich für Materialschlachten, aber ich finde das Endogain schon hilfreich, wenn man das häufiger anwendet. Die Patienten sind in besonderem Maße oft schmerzfrei. Im Moment seht ihr, wie wir versuchen, die Novomatrix für den Tunnel vorzubereiten. Wir gehen also praktisch einmal unter den Papillen überall stumpf durch, fädeln ein. Bei einem klassischen BGT wäre ich von zwei Seiten eingefädelt, um in beide Richtungen ziehen zu können. Bei der Novomatrix mache ich das deutlich weniger, weil die sich einfach viel besser im Tunnel bewegen lässt, wie man hier auch sieht. Also meine Mitarbeiterin zieht mit ganz leichtem Druck. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass nicht zu viel Druck auf den Geweben oben ist und die Gewebe dürfen nicht zu dünn sein, sonst können sie nekrotisch werden, sonst alles gut durchblutet wird. Und im nächsten Arbeitsschritt, den ihr jetzt gerade seht, mache ich kleine Umschlingungsnähte, um die Novomatrix auf der Schmelz-Zement-Grenze oder leicht darüber zu befestigen. Hier am Dreier mit Sicherheit 1-2 mm drüber, wie man hier gerade sieht. Die Knoten liegen dann auf der lingualen Seite. Ist für einen Patienten nicht immer nur schön, aber ist in meinen Händen die sicherste Technik, um dafür zu sorgen, dass das Bindegewebstransplantat oder die Novomatrix wirklich am Ort der Stelle verbleibt. Die koronale Verschiebung des Tunnels kommt praktisch jetzt, der Tunnel des Lappens. Und das mache ich mit typischen Umschlingungsnähten. Ich mache das Zahn für Zahn. Man kann es auch fortlaufend machen. Beides ist möglich. Der Vorteil, wenn man es Zahn für Zahn macht, ist, dass wenn die Naht aufgeht, dann geht einem nicht gleich der ganze Tunnel verloren. Der Nachteil ist, es dauert ein klein bisschen länger und der Patient hat einfach mehr Knoten zu erdulden. Die Nähte lasse ich relativ lange liegen, für gewöhnlich bis zu 3 Wochen. Bei Matthias mussten wir sie ein bisschen früher jetzt schon entfernen, dadurch, dass er in Urlaub fährt. Aber Matthias hatte auch eine sehr schöne Wundheilung. Und die Fotos hat er euch vielleicht schon geschickt. Ansonsten werden wir den Fall für euch weiter durchdokumentieren. Aber wir sind mit dem jetzigen Verlauf sehr zufrieden. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Tschüss.